Ich bin verbunden mit Linda. Linda ist 70 Jahre. Guten Morgen, Linda. Guten Morgen. Linda, ich freue mich, dass du da bist. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist, was auch dein Thema ist, aktive Sterbehilfe. Mhm. Dass wir das schaffen, in unserem Land einfach das durchzusetzen. Ich habe nämlich, ja, mein Mann hat sich vor 3 Monaten erschossen. Er hatte Krebs und er konnte nicht mehr. Er wollte auch nicht mehr. Mhm. Wo hat er sich erschossen? Hier auf unserer Terrasse. Mhm. Wo warst du? Ich war im Haus. Es ging ihm an dem Tag sehr schlecht. Und wir haben, also er hatte 1,5 Jahre die Diagnose. Was für ein Krebs hatte er? Lungenkrebs. Ja. Er war in einem finalen Stadium. Er war nicht, ja, war komplett austherapiert, es war nichts mehr zu machen. Nein, er hat auch nichts mehr machen lassen. Mhm. Ich habe ihn dann aus dem Krankenhaus geholt und der Professor hat gesagt, ja, es kann noch 1 Jahr gut gehen und er wollte nicht mehr ins Krankenhaus. Das hatte ich ihm auch versprochen, dass er nicht mehr ins Krankenhaus muss. Ich bin selbst Krankenschwester. Und wir haben dann immer wieder gesprochen. Er hat gesagt, wenn ich mal nicht mehr alleine auf Toilette kann, ist für mich Feierabend. Mhm. Warum hat er zu dieser martialischen Methode oder gegriffen, nämlich sich zu erschießen? Ja, was haben wir für andere Möglichkeiten in unserem Land, Domian? Wir haben keine. Ich gehöre zur Gesellschaft, zur Deutschen Gesellschaft für humanes Sterben. Mhm. Für mich ist das klar. Dass ich irgendwann in die Schweiz kann. Mhm. Mein Mann aber nicht. Was hätte er für Möglichkeiten gehabt? Habt ihr das vorher besprochen, dass er das machen will? Warst du denn dennoch überrascht, dass er es dann zu diesem Zeitpunkt getan hat? Ja, ich denke, der Tag ist dann immer überraschend. Ich wusste, dass der Tag kommt. Und ich habe ihm auch gesagt, ich trage deine Entscheidung mit. Mhm. Aber ihr habt nicht an dem Morgen darüber gesprochen, dass er gesagt hat, ich mache es heute. Nein. Das nicht. Nein, es ging ihm an dem Tag nicht gut. Er wollte sich nicht anziehen. Und ja, es war eigentlich noch die Blase dazugekommen und er hatte Probleme. Und er hatte Schmerzen an dem Tag und dann habe ich gesagt, weißt du, ich koche dir einen Kaffee und dann legst dich erst ein paar Stunden hin. Ja, und das hat er auch gemacht. Er hat mir gegenüber gesessen, hatte seinen Kaffee vor sich und ist aufgestanden. Und ich habe gedacht, er geht ins Bad. Das heißt, ich habe gar nichts gedacht. Das war selbstverständlich. Ja, und 5 Minuten später hörte ich einen Knall. Und da wusstest du, jetzt ist es geschehen. Die Haustür stand offen und er saß auf der Terrasse und hatte sich erschossen. War er sofort tot? Ja. Woher hatte er die Waffe? Er war Jäger. Die Möglichkeit haben ja nun auch sehr wenige Menschen nur. Ja. Dass er sich mit einer Waffe erschießen wollte, also töten wollte, das war, sagtest du gerade, schon klar. Ja, ja. Das war klar. Weil, wie sonst, er wollte nicht mehr. Das heißt, er wusste auch, wie man sich erschießt, dass man dann auch tot ist. Hm. Ja. Nun stelle ich mir vor, dass das ein schrecklicher Anblick ist, jemanden dann erschossen zu finden. Ja, ich habe ihn nur von hinten gesehen. Und die Pistole lag auf der Terrasse und er blutete aus dem Hinterkopf. Mhm. Ja, dann habe ich den Rettungsdienst angerufen und dann kam die Polizei und die Kripo und die Feuerwehr, die haben da ein Zelt aufgebaut und dann saß der Mann 4 Stunden auf der Terrasse und es war gruselig. Und deshalb denke ich, was haben wir für Möglichkeiten in unserem Land? Wenn wir uns zusammenschließen, es sind so viele Menschen, die sagen, ja gut,
Das wäre in Ordnung. Linda, aber meine Erfahrung ist, das sind die Rückmeldungen hier in dieser Sendung und meine Erfahrung bei meinen vielen Lesungen, dass ich will es wirklich nicht übertreiben, dass 85% der Menschen unserer Meinung sind. Ja, aber warum passiert nichts? Weil die großen Parteien vollkommen sich dagegen stellen und vor allem, weil die großen Kirchen, beide Kirchen, eine in Beton gegossene Ideologie diesbezüglich verbreiten. Nicht das Kirchenvolk, nicht die Gläubigen, aber die Hierarchen. Und das ist die Schande und das ist der Skandal. Ja. Es geht um Selbstbestimmung und es geht um Wahlfreiheit. Genau. Nur darum geht es. Ja. Und ich will das Recht haben, einen so unfassbar wichtigen Moment meines Lebens selbst bestimmen zu können. Gell, so ist das. Ja. Und zwar anders, als dass man von der Frau weggeht, auf die Terrasse geht und sich erschießen muss. Ja. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, vor 2 Wochen ist ein recht berühmter Autor, der Autor von Chick, ein noch junger Mann, verstorben, aus schwerst krebserkrankt, ein Tumor im Kopf hatte er. Und auch dieser Mann musste diesen Weg gehen. Er hat sich in Berlin an einem Ufer irgendwo auch erschossen. Und das muss ein so schwer kranker Mensch dann auf sich nehmen, eine solche furchtbare Tat an sich zu vollbringen, zu vollziehen. Und er muss es auch noch seinen Angehörigen antun. Ja. Dabei wäre es so einfach. Also, mein Mann hat mir nichts angetan. Mhm. Es ist für mich in Ordnung. Aber es hätte alles humaner ablaufen können. Darum geht es mir. Mhm. Und wenn 80% in unserem Land dafür wären, warum können diese 80% sich nicht zusammenschließen und was tun? Es gibt ja auch immer wieder Bestrebungen. Zum Beispiel hat der Deutsche Juristentag, immerhin eine sehr ehrwürdige Einrichtung, hat schon im Jahre 2006 sich für den assistierten Suizid ausgesprochen. Das hat ja Gewicht. Und es gab im Jahre 2010 eine Umfrage in der deutschen Ärzteschaft, wo immerhin sich auch schon ein Drittel der Ärzte dafür ausgesprochen haben. Mhm. Und wenn ich so privat, ich bin im palliativmedizinischen Bereich ja engagiert, wenn ich privat mit vielen, vielen Ärzten rede, geben mir natürlich sehr viele Ärzte recht, die gerade mit schwerstkranken und todkranken Menschen zu tun haben. Ja, aber es passiert nichts. Leider immer noch nicht, nein. Deswegen werde ich auch nicht müde, dafür zu werben und es immer und immer wieder zu sagen. Ja, also wenn es eine Möglichkeit gibt, würde ich mich da anschließen und von mir aus auch durchs Land ziehen und das propagieren, weil das ist so grausam. Wie lange genau liegt das jetzt zurück? 3 Monate. 3 Monate. Wie hat bei dir die Umgebung, die Nachbarschaft, die Freunde, die Verwandten auf das reagiert, was passiert ist? Also das war meine zweite Ehe, meine 3 Söhne, die haben sehr gut reagiert, die haben verstanden, die haben gesagt, man muss den Hut ziehen vor dem Opa. Mhm. Und auch sein eigener Sohn, der Mediziner ist, hat gesagt, ja. Aber man muss ja damit leben. Nun will ich mal was sehr Intimes fragen. Du sagst, der eigene Sohn ist Mediziner. Mhm. Man hätte es ja nicht an die große Glocke hängen müssen. Warum hat der Sohn dem Vater nicht geholfen? Gute Frage. Es gibt so viele Mediziner, die das tun. Mhm. Und ich habe hohen Respekt vor diesen Medizinern, weil sie nämlich ihre Approbationen gefährden. Ja, genau. Aber sie machen es. Ich weiß es. Ich kenne einige persönlich. Ja. In extremen Notfällen. Mhm. In denen die Familien mit einbezogen werden. Nicht leichtfertig. Niemals, niemals leichtfertig. Wurde denn darüber mal gesprochen mit dem Sohn? Ja, und mein Mann hat es eigentlich auch gehofft. Er hätte ihm nur das passende Medikament verschreiben müssen. Ja, klar. Ja. Ich weiß, ich bin Krankenschwester gewesen. Ja.
Gab es sonst keine Möglichkeit für euch, euch etwas zu besorgen? Nee. Nein. Nee. Wie siehst du es für dein eigenes Leben oder für dein eigenes Ende irgendwann? Wie willst du dich verhalten? Ja, ich kann ja in die Schweiz. Wie du es gerade gesagt hast. Ich gehöre ja zu der DGHS schon seit 10 Jahren. Das heißt, du hast es gerade ja auch schon gesagt, dass du, das heißt für dich, dass du, wenn du in eine solche Situation kommst, würdest du in die Schweiz fahren, um dich dort, um doch die Gnade des Todes zu erfahren, so muss man sagen. Und zwar in Würde. Und das ist, was ich auch immer sage, es ist eine Schande, dass man einem todkranken Menschen noch eine lange Autofahrt oder Bahnreise in die Schweiz zumutet, um dort selbstbestimmt sterben zu können, unter vielleicht gar nicht so guten Umständen. Oder dass so etwas passiert, wie es deinem Mann jetzt passiert ist. Ja, das ist das, was mich umtreibt. Mhm. Ja. Ich möchte auch nicht in Deutschland diese Sterbehilfeorganisationen haben. Ich möchte, dass das in ärztliche Hand kommt. Dass der Hausarzt das unter bestimmten Umständen natürlich auf der Basis strenger gesetzlicher Regelungen tun darf. Natürlich. Wer möchte das nicht? Ja, oder dass es auch die letzte palliativmedizinische Maßnahme sein kann in einem Hospiz oder in einer Palliativstation. Ja, aber das werde ich nicht mehr erleben. Ja, ich muss dir leider zustimmen. Ich glaube es auch nicht. Und das ist so traurig. Das kann nur einer bestimmen, der das noch nie erlebt hat. Ich bin wochenlang nicht zur Ruhe gekommen und wir waren seit 10 Jahren im Zillertal. Und ich habe vom Bestatter so ein kleines Ohrenherz gekriegt. Und das habe ich jetzt im Zillertal eingebuddelt. Ach so, da war etwas Asche drin. Ja. Weil das euer Lieblingsurlaubsziel war, genau, in der letzten Zeit. Und da habe ich so viel Ruhe und so viel Abstand gekriegt. Und trotzdem möchte ich irgendwas, dass das weitergeht, dass das in unserem Land aufhört. Insofern bin ich dir sehr dankbar für den Anruf, weil du das sehr seriös uns jetzt erzählt hast. Und jede Stimme zählt. Und jeder, der sich zu Wort meldet, und sei es auch nur eine kleine Plattform wie hier unsere Sendung, ist wichtig. Ja. Deshalb danke ich dir sehr, dass du angerufen hast und wir darüber haben sprechen können. Ja. Kann ich dir psychologisch vielleicht noch etwas anbieten, einen Anruf noch von meiner Psychologin? Ja, es wäre glaube ich, gut. Ja, das mache ich sehr gerne. Das mache ich sehr gerne, Linda. Ja. Dann bitte ich dich aufzulegen und die Magdalena, so heißt meine Psychologin heute Nacht, ruft dich gleich an. Ja, das ist lieb. Alles Gute von Herzen und viel Kraft. Ja, danke. Auf Wiederhören, Linda. Tschüss. Tschüss.